Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Iggy schluckt. Ja, dass ich dieses Jahr diese Worte noch einmal in den Mund nehme, habe ich mir nicht für möglich gehalten, aber die Spontanität während des Einkaufs ist jetzt dann endlich alles weit und es ist aber eigentlich was relativ Unspektakuläres, denn der große Salzburger Stier bringt ja immer spezielle Editionen raus. So auch dieses Jahr gibt es eine Winteredition von Red Bull, nämlich Gletschereis, und das habe ich noch nicht probiert und ich war von ein paar Sachen relativ positiv überrascht. Ich bin nicht so der Red Bull Fan. Es schmeckt einfach für mich nach verbrannte Gummibärchen. Achtung, jetzt kommt die Heuchelei dabei. Ich bin eher beim Team Monster zu Hause. Schmeckt für mich einfach anders chemisch gut. Wie auch immer, es geht jetzt aber trotzdem um die Winteredition von Red Bull. Die hat das ist eine Dose mit 250 Milliliter und pro 100 Milliliter haben wir 45 Kalorien, 11 Gramm Kohlenhydrate, davon 11 Gramm Zucker. Noch Fragen oder was? Wir haben hier natürlich ein leeres Glas, nicht geputzt, und das werden wir jetzt einmal befüllen, aber zunächst der klassische Riechtest. Gletschereis. Boah, es kommt mir jetzt schon entgegen. Also eigentlich Gletschereis verbinde ich immer mit, man nimmt eine Flasche Wodka, man hat Gletschereis zu kalt, eine wartet ein bisschen und plust. Das riecht aber eher wie Frostschutzmittel. Ja. Farbentechnisch erwarte ich mir hier einfach etwas trübes, milchiges, aber ich schau mir einmal rein. Aha, das riecht nicht nur wie Frostschutzmittel, es schaut auch aus wie Frostschutzmittel. Holy Macaroni, das schaut mir ja herzallerliebst aus. Es riecht halt wirklich echt pervers, chemisch süß mit einem Hauch von Gletschereis. Also die Gletschereiszucker, wer sie kennt, die riechen und schmecken relativ geil, finde ich. Und ja, mit diversen alkoholischen Getränken noch viel besser, aber das hier, das ist einfach so wie, ja, die Billigsdorfer Variante, die auch mitspielen will. Dann schauen wir mal, ob die auch mitspielen kann. Ja, penetrant süß. Eklor. Aber mit einem Wodel oder einem Gin könnte es gut funktionieren. Es schmeckt ähnlich wie Gletschereis, also so ist es nicht. Es ist jetzt nicht sonderlich kühl, ich habe es jetzt wirklich Volé gekauft und jetzt mache ich sofort das Tasting. Es ist okay, aber es ist für meinen Geschmack einfach zu süß. Also, da ist wenig Gletschereisgeschmack, finde ich, drin. Aber ja, also, man kann es schon irgendwie saufen, aber ja, auch nie. Es fällt sich in die mittelmäßige Kategorie der Editionen von Red Bull, muss ich sagen, aber nun ja, geht einfach nur runter. Ja, der erste Geschmack auf der Zunge ist sehr gletschereismäßig, der Nachgeschmack ist dann relativ fad. Aber ja, ansonsten, ja, kann man schon irgendwie schaffen. Ja, ist okay. War jetzt nichts Weltbewegendes. Aber da ich weiß, dass es ein paar gibt, die dieses Format schon mir schauen, dachte ich mir wieder, ich werfe euch mal wieder so ein paar Nöckelchen zu. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und bis die Tage.